Ja, liebe Stiftungen, liebe Stiftungslenkerinnen und Lenker, wir kommen zu dem Slot, der Sie noch vom Mittagessen trennt. Das ist in der Regel ist das mit der spannendste Slot, der auch immer recht kompakt gehalten wird. Wir haben uns jetzt Mühe gegeben, dass wir noch ein sehr spannendes Thema vor die Mittagspause reinpacken. Und zwar das Thema ESG-Anlagepolitik, beziehungsweise wie Sie als Stiftung in eine ESG-Anlagepolitik reinfinden. Ich glaube, ESG ist momentan das Thema, was Sie, neben dem, dass Sie sich mit den Auswirkungen des Corona-Crashs beschäftigen, am meisten umtreibt. Und ich freue mich sehr, dass wir eine sehr spannende Runde gefunden haben. Und zwar mit Carsten Beer von der Bingo Umwelt Stiftung, mit Andreas Fiedler von der Evangelischen Bank, beziehungsweise der Investmenttochter der Evangelischen Bank, EBSIM, und mit Thomas Schiffelmann von Handicap International. Ein herzliches Hallo an die Runde. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Und lassen Sie uns gemeinsam Gas geben, dass wir eine lebendige Runde machen, denn ich glaube, das wollen wir alle, dass die Inhalte lebendig bei den Stiftungen ankommen. Wir diskutieren immer wieder, dass man auch bei der Kapitalanlage ein Stückchen Spaß vermitteln soll, und ich hoffe, dass wir das in der nächsten Dreiviertelstunde gut schaffen. Insofern danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen wollen, Andreas Fiedler. Müssen oder sollen Stiftungen eigentlich nachhaltig anlegen? Stiftungen haben eine ganz besondere DNA. Ist das am Ende des Tages etwas, was Sie machen müssen, was Sie machen sollten? Oder was ist so Ihr Eindruck, einfach so just als erster Einstieg Ihrerseits? Das ist mein Reflex, Herr Caro, dass es allen Investoren aus meiner Sicht gut ansteht, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und natürlich sind die Stiftungen, wie auch die kirchlichen Einrichtungen, zumindest aus meiner Perspektive, dessen, was wir im eigenen Umfeld beobachten, ja sowieso schon viel weiter als die klassischen Investoren im Markt. Aber letztendlich steht es allen gut zu Gesicht, zumal wir mittlerweile ja auch beobachten können, das ist ja auch empirisch belegbar, nicht nur über diese berühmten Metastudien, über die wir schon lange mal gesprochen haben. Nachhaltigkeit tut nicht weh. Ja? Also Nachhaltigkeit kostet nicht unbedingt Geld, also wenn man es richtig macht. Nachhaltigkeit ist risikoreduzierend. Also all diese Dinge, über die wir früher geträumt haben, dass sie mal möglich irgendwie belegbar sind, sind mittlerweile belegbarer. Und man muss sich es einfach nur zumuten und sich trauen und damit auseinanderzusetzen. Aber darüber reden wir, denke ich, auch gleich, genau, was uns da bewegt. Also ja, natürlich halte ich es für gut. Aber ich glaube, dass dieses Thema bei den Stiftungen grundsätzlich sowieso natürlich auch verankert ist. Ja. Lieber Carsten Beer, ist es bei Ihnen verankert? Bei Ihnen ist es definitiv verankert. Sie haben es ja quasi auch im Namen, Umweltstiftung. Sagen Sie uns, müssen Sie nachhaltig anlegen? Sollten Sie es tun? Sie tun es natürlich. Ja, wir müssten nicht. Wobei vor einiger Zeit mal unser Kurator gesagt hat, wie ist das eigentlich mit eurer nachhaltigen Anlagepolitik? Aber ich finde, Herr Caro, grundsätzlich erstmal die Frage, was ist eigentlich nachhaltig? Und nachhaltig ist eben nicht nur alleine Umwelt- oder Naturschutz oder Klimaschutz, sondern der Nachhaltigkeitsbegriff geht ja wesentlich weiter. Und als Stiftung ist man in der Regel auf Ewigkeit angelegt. Und das ist natürlich etwas, was in der Regel dann auch die Anlagepolitik, die Vermögensverwaltung betrifft. Und ich finde Langfristigkeit, Dinge eben nicht kurzfristig immer zu handeln, sondern langfristig anzugehen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Nachhaltigkeit. Und deswegen finde ich, ist es in der Regel eigentlich per se bei den meisten Stiftungen gegeben, dass Stiftungen eben auch nachhaltig ihr Vermögen anlegen. Aber heutzutage sind neben der Langfristigkeit ja noch andere Aspekte dazugekommen. Und die haben wir mittlerweile auch in unserer Anlagerichtlinie verankert. Ist es vielleicht da nachgehakt an der Stelle? Ist es da vielleicht blöd, dass Sie im Kalenderjahr berichten müssen? Das geht dem Thema Langfristigkeit ja eigentlich ein bisschen entgegen. Naja, ich sage mal, im Kalenderjahr berichten ist immer blöd, weil ich habe quasi einen Stichtag. Also immer, wenn ich einen Stichtag habe, dann habe ich genau zu dem Stichtag bestimmte Auswirkungen und bildet natürlich nicht im Grunde das Gesamtbild dann ab. Also das ist natürlich, ja, es ist halt so, 31.12., man hätte auch was, weiß ich, die 30.09. nehmen können, aber wir haben es auch zum 31.12., da kann man aber auch mitleben. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, langfristig, das ist so der Oberbegriff, den man mit Nachhaltigkeit zusammenbringen muss, muss ich dann mich als Stiftung wirklich in meiner Anlagepolitik ganz grundsätzlich, ganz langfristig ausrichten, mich eigentlich davon freimachen, von irgendwelchen Quartalsdenken, von irgendwelchen Crashes, die wir jetzt gesehen haben? Ja, so gesehen würde ich immer dazu raten, sich nicht von kurzfristigen Marktbewegungen zu lassen. Also wir haben zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise keinen Verkauf von Aktien vorgenommen, sondern wir sind gerade dabei, aktuell zuzukaufen.
Wir haben allerdings, das gebe ich auch zu, die aktuelle Marktbewegung nach oben so nicht gesehen. Aber ich rate in der Regel nicht dazu, in Schwächephasen Papiere zu verkaufen, weil es oft dann nicht gelingt, wieder in den Markt hineinzukommen. Das heißt, wenn ich langfristig im Grunde meine Vermögensanlage betreibe, dann kann ich ganz locker im Grunde solche Schwächeperioden auch aussitzen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das ist natürlich in der Tat ein Problem. Der 31.12., da muss ich eine Bewertung vornehmen. Und da muss man dann im Zweifel mit seinem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc. sprechen, dass dann nicht zwingend, nur weil es quasi mal eine Marktbewegung nach unten gegeben hat, dann entsprechende Wertberichtigungen im Portfolio vorgenommen werden müssen. Aber das ist normalerweise eigentlich, wenn man verständige Steuerberater hat, auch kein Problem. Thomas Schiffelmann, Thema Nachhaltigkeit, Thema ESG-Anlagepolitik, dieses ganz übergeordnete Bild, teilen Sie das, dieses langfristige, ist das wirklich der Grundpfeiler, dem Stiftungen da am Ende des Tages folgen müssen? Ja, also diese Auffassung haben wir nicht. Als Vertreter einer humanitären Hilfsorganisation, Handicap International, die sehr politisch auch ist, den Friedensnobelpreis ja auch dafür bekommen hat, in seiner politischen Arbeit gegen den Kampf oder für den Kampf gegen Landminen, Streumunition etc., gehen uns die ESG-Richtlinien überhaupt nicht weit genug. Wenn ich sehe, welche ESG-konformen Anlagemöglichkeiten es gibt, gerade bei Investmentfonds, können wir nach unseren Kriterien, und das sind sehr strenge Kriterien auf Basis der Global SDGs und auch der UN-Richtlinien, Menschenrechtsrichtlinien, können wir nur sagen, wir sind vollkommen unzufrieden. Es ist überhaupt nicht ausreichend. Und für uns können wir ganz klar sagen, wir können ESG-konforme Anlagen nicht empfehlen, auch mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, Stiftungen, Unternehmen und vor allen Dingen vielen sehr vermögenden Privatpersonen, weil es für uns überhaupt nicht ausreichend ist. Es braucht neue Formen, es braucht viel strengere gesetzliche Auflagen aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sind die ESG-Kriterien ein Kompromiss, mehr auch nicht. Das heißt, gehen wir ein bisschen tiefer rein. Wo müsste am Ende des Tages bei ESG nachgeschliffen werden? Ich hätte es jetzt ein bisschen später angesprochen, aber dieses Thema ESG, ESG Action Plan, da kommt ja jetzt relativ viel von politischer Seite. Da kommen Begrifflichkeiten auf die Anleger, auf Stiftungen zu. Aber so richtig mit Inhalt füllen muss man es am Ende des Tages selber. Und es fokussiert eigentlich zu sehr auf den E-Aspekt, wobei man eigentlich mehr bei G unterwegs sein müsste, oder? Ja, genau. Das ist auch unsere Haltung. Wir haben ja ein eigenes Screening-Verfahren von Unternehmen, was nicht öffentlich ist, sondern jede Unternehmenskooperation oder jede Kooperation mit einer Stiftung wird bei uns in einem sehr aufwendigen Prozess gescreent. Wir haben mittlerweile über 6.000 Unternehmen und Stiftungen im eigenen Portfolio, in der eigenen Datenbank und wird nach absolut strengsten Kriterien, wie gesagt, auf Basis der SDGs und auf Basis vor allen Dingen der Richtlinien, der vielen, vielen Richtlinien auch der Vereinten Nationen geprüft durch unser Institut und unsere Stiftung in Genf. Und da können wir ganz klar nur sagen, am Kapitalmarkt gibt es aktuell keinen Investmentfonds, der unseren Kriterien entspricht. Von daher werden wir in Zukunft auf Social Business setzen und auf direkte Beteiligungsfinanzierung. Jetzt gebe ich den Ball direkt weiter an Andreas Fiedler. Wir haben jetzt gerade gehört, die Kriterien sind nicht streng genug. Ich glaube, Sie sind jetzt ein Verfechter von sagen wir auch Konzepten bzw. Kriterienrastern, die in Ihren Augen wahrscheinlich schon relativ streng sind und wo man am Ende des Tages ein investierbares Universum rausbekommen muss. An welchen Stellen ist Ihnen das vielleicht zu wenig streng oder wo würden Sie gerne, wo werden Sie künftig strenger werden in der Auswahl von zum Beispiel Aktien? Also ich teile die Kritik von meinem Vorredner, von Herrn Schiffelmann. Das ist durchaus ein Thema, das wir sehen. Das ist so ein bisschen diese Greenwashing-Diskussion. Da frage, ja, wir haben auch ein bisschen ESG integriert und wir haben so ein bisschen so ein paar Filter vorgeschaltet. Also das, was wir im Markt momentan sehen, insbesondere auch bei den Publikumsfonds, die ja sehr transparent sind, wo man auch einen Blick drauf werfen kann, was machen die da eigentlich? Da ist noch viel zu tun, aber ich möchte vorweg durchaus nochmal dafür werben und Verständnis dafür erzeugen, also ich finde es gut, dass sich die Industrie auf den Weg gemacht hat. Ja, also ich komme ja aus einer langen Historie auch in der Beobachtung des Marktes, in dem eigenen Tun dieses Umfeldes. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass die Asset Management Industrie sich zumindest begonnen hat, auf den Weg zu machen. Wir kommen ja nachher nochmal zur Frage, sind da Mogelpackungen dabei? Wie muss man das bewerten? Und wo stehen wir eigentlich wirklich? Ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Und es ist ja jedem individuell unbenommen,
sozusagen sein eigenes Tun nochmal kritischer zu hinterfragen und die Profile schärfer zu definieren. Das ist natürlich in individuellen Mandaten möglich. Und sowas ist ja bei uns im Hause der EBSIM als Asset Manager der kirchlichen Organisationen und auch von berufsständischen Versorgungszwecken und Stiftungen, haben wir da ja lange Erfahrung. Also wir gehen bei vielen Mandaten sehr viel tiefer in die Frage, was ist überhaupt investierbar und wie wollen wir das sozusagen auch messen. Und da kommen wir sicherlich auch nachher nochmal zu der Frage, wie kann man das messen? Sie, Herr Schiffelmann, haben da ja ein paar Beispiele gegeben, die ich extrem gut finde, an denen wir uns auch in Teilen oder vertiefend orientieren. Aber wir sind so ein bisschen der Auffassung, dass es gut ist, dass Kunden eine Transparenz bekommen darüber, welche Instrumente es gibt, was man machen kann. Und da muss individualisiert geschaut werden, was möglich ist. Also nochmal, also ja, ich sehe die Kritik. Ja, ich finde es gut, dass man sie aussprechen kann und dass es da einen sehr, sehr intensiven Diskurs gibt. Im Übrigen auch das vielleicht als Hinweis, wir bei der Evangelischen Bank sind gerade dabei, diese Thematik SDGs ja stärker in den Fokus zu nehmen und zu fragen, was zahlt eigentlich auf die jeweiligen Teilpunkte der SDGs ein? Wie kann man Mandate sozusagen so organisieren, dass man sich da weiterentwickelt? Also ich denke, es ist ein Weg von transparenter Entwicklung nach vorne mit den Partnern, die so anspruchsvoll sind, wie sie es formuliert haben. Und wir müssen natürlich immer ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass es Return-Anforderungen der Investorengruppen gibt, die sie nun mal auch definieren. Und wir müssen gucken, bringen wir dieses, und wir sehen, dass das möglich ist, in Einklang mit den, ja, mit den Return-Anforderungen und den letztendlich inhaltlichen Herausforderungen, die Sie, Herr Schiffelmann, auch gerade erwähnt haben. Also ich gebe überhaupt gar keine Kritik an dem Thema, ganz im Gegenteil. Nur wir sind unterschiedlichst weit bei den Investorengruppen auf dem Weg dorthin, sich in die Richtung zu bewegen. Carsten Beer, auf den Weg gemacht haben Sie sich ja schon vor einer Weile in das Thema Nachhaltigkeit, in das Thema ESG. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise. Wo haben Sie angefangen? Was waren so Ihre ersten Punkte? Wo sind Sie heute? Weil Sie haben sich natürlich als Vermögensinhaber bzw. Ihre Stiftung als Vermögensinhaber bewegt und genauso bewegt sich die Industrie. Das nachzuvollziehen, gibt Stiftung vielleicht eine gute Idee davon, in welche Richtung es gehen könnte? Nehmen Sie uns kurz mal mit auf Ihre Reise. Ja, ich fand das jetzt im Grunde, was Herr Schiffelmann ausgeführt hat, das ging mir eigentlich schon insofern ein bisschen zu weit, weil ich den Eindruck hatte, dass er so das Bild vermittelt hat, dass in der Tat nichts passiert wäre. Und mein Eindruck ist, dass eine Menge passiert ist. Als wir angefangen haben, und wir sind ja eine Umweltstiftung, setzt man sich mit der Thematik auseinander, wie betreibe ich jetzt die Vermögensanlage? Und der erste Ansatz war zu sagen, so, wir müssen gucken, dass wir nicht irgendwelche Papiere im Portfolio haben, die quasi der Reputation der Stiftung schaden. Und das ist nach wie vor natürlich immer ein zentraler Ansatz, keine Reputationsverluste. Aber da muss man ehrlicherweise auch sagen, oder hat sich dann die Frage gestellt, was ist denn überhaupt investierbar? Und man geht dann, ist auf verschiedenen Foren, Kongressen und guckt, welche Papiere, ob das jetzt Anleihen sind, ob das Aktien sind, Alternatives, was ist überhaupt investierbar? Und da muss ich sagen, hat sich in den vergangenen Jahren eine ganze Menge entwickelt. Also sowohl in den Köpfen der Vermögensverwalter, aber letztendlich auch, was habe ich überhaupt am Markt? Was ist konkret investierbar? Und das ist in der Anfangsphase, also vor 10 Jahren, noch rudimentär gewesen. Teilweise auch das Problem, dass man als kleinere Stiftung, große Stiftungen haben sowieso deutlich weniger Probleme als kleine Stiftungen, weil ich teilweise dann mehrere Millionen Euro investieren muss, wenn ich was weiß ich, in Windpark oder in Wasserkraft etc. pp. Also das ist ja so ein Mission Investing, dass man sagt, also aus dem Umweltbereich wollen wir bestimmte Dinge unterstützen. Dann kann ich da gar nicht investieren, weil ich sofort ein Klumpenrisiko habe. Also dann ist immer die Frage, was gibt der Markt im Grunde auch her? Aber mittlerweile gibt es grüne Anleihen. Greenwashing, klar, ist ein Thema, muss ich mich beschäftigen. Da ist viel Unsinn auch am Markt. Aber ich glaube, es hat sich eine ganze Menge entwickelt, auch was das Thema Analyse angeht. Weil ich muss ja, wenn ich wirklich sinnvoll investieren will, dann brauche ich erstmal Analyse-Tools und muss im Grunde eine vernünftige Bewertung haben. Wir haben zu Anfang auch teilweise heute ja noch, da werden quasi Portfolios übereinander gelegt und dann ergeben sich kaum Schnittmengen. Und man fragt sich, wo sind eigentlich die Nachhaltigkeitskriterien hin, wenn plötzlich das so in die Breite geht und ich relativ geringe Schnittmengen habe. Aber auch da tut sich unheimlich viel. Mittlerweile sind, weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, die Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen ja alle von den Großen geschluckt worden. Und jetzt machen die Großen das Geschäft.
Aber ich finde, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir jetzt mal über kurz oder lang zu wirklich vernünftigen Standards kommen, damit auch gerade kleinere Stiftungen, Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigen können, eine Sicherheit bekommen, dass das, was dann am Ende, ich sag mal, gemacht werden soll, auch wirklich den Kriterien entspricht, die man selber gerne umsetzen möchte. Und dazu braucht es eine stärkere Standardisierung. Thomas Schiffelmann, vielleicht nochmal eine Nachfrage an der Stelle. Ist es vielleicht auch schwierig zu sagen, es gibt am Ende des Tages eine nachhaltige Anlagepolitik und die passt für alle Stiftungen. Sie haben jetzt für Ihre Organisation Kriterien definiert, Carsten Bär definiert für seine Stiftung andere Kriterien. Ist es vielleicht genau diese Individualität, die Stiftung am Ende des Tages auszeichnet, dass sich jeder Nachhaltigkeit, ESG-Anlagepolitik individuell erarbeiten muss? Also das ist sicherlich eine große Hürde, aber ist das wahrscheinlich Teil des Problems in Anführungsstrichen? Ja, also ich bin ja schon sehr lange in der Stiftungsszene, jetzt seit rund 25 Jahren. Das Thema ethische oder nachhaltige Geldanlage war ja auch mein Diplomarbeitsthema schon im Jahre 2004. Also von daher, als ich das für die Deutsche Bank damals geschrieben habe, war schon mir auch bewusst, es tut sich was an dem Markt und das kann ich auch bestätigen. Es hat sich in den letzten 16 Jahren, so wie ich das beobachten kann, ich beobachte das ja intensiv, einiges getan, aber es reicht noch weit, weit, weit nicht aus. Ich möchte dazu zwei Beispiele bringen, und zwar tagesaktuell. Heute Morgen hat der Spiegel veröffentlicht, dass die Ostsee sich erstmalig in der Geschichte auf über 20 Grad erwärmen wird und dass Vibrionen sich ausbreiten werden. Also ich werde meinen Urlaub nicht an der Ostsee verbringen, obwohl ich da gerne bin, weil mir es einfach zunehmend gefährlich ist. Und wer nicht in den Zeiten von Corona mittlerweile nicht verstanden hat, was Viren anrichten können, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch persönlich auf die eigene Gesundheit, da kann ich nur sagen, wir müssen anfangen, auch gerade in der Kapitalanlage, komplett neu zu denken. Ja, es stimmt, es hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Nur zu sagen, wir sind ESG-konform, kann ich nur sagen, aus unseren Recherchen heraus, es reicht nicht, um ein menschenwürdiges oder über ein menschenmögliches Leben auch noch für die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, geschweige dessen, zu erleben. Und dementsprechend möchte ich keine Horrorszenarien aufmachen, nur es sind gut recherchierte Informationen, wie das zweite Beispiel, das Thema Grundwasser. Also Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat schon das Problem jetzt mit dem Grundwasser. Ja, da sind wir in München und Umgebung, in Bayern, Baden-Württemberg, aufgrund der Nähe zu den Quellen in den Alpen noch natürlich gesegnet. Nur in anderen Teilen von Deutschland, und ich rede noch nicht mal von den Projektländern, wo wir überall unterwegs sind in Afrika, wo es schon seit vielen Jahren kein Wasser mehr gibt, ist auch dann der Faktor da, dass wir Fluchtbewegungen haben, die menschengemacht sind. Was ist der Grund? Im Wesentlichen die Investitionen in Unternehmen über Kapitalanlage, wo es heißt, höher, weiter, schneller, anstatt zu investieren in, und das ist unsere zukünftige Ausrichtung, Social Businesses, in Startups, die sagen, ich habe eine Idee, wie können wir CO2 reduzieren, wie können wir CO2-neutral Produkte und Dienstleistungen anbieten. Dahin muss der Kapitalmarkt sich entwickeln. Wenn wir daraus irgendwann mal Investmentfonds zusammenschließen, und Herr Caro, wir diskutieren das Thema Direktbeteiligung jetzt auch schon seit vielen Jahren im Bereich Stiftung, wo sich wenig bis gar nichts tut, oder das Thema Venture Capital, wo sich auch wenig bis gar nichts tut, trotz der Initiativen von BNW, Stiftung, Markus, etc. Aber, so für das ist aber für Stiftungen nicht immer so einfach investierbar. Also das macht sich ein bisschen einfach. Aussprechen. Dann kann ich nur von meiner Seite sagen, wir müssen umdenken, ansonsten wird es für uns wirklich eng. Carsten Bär. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Umdenken. Nochmal, wir sind auch eine Umweltstiftung, aber ich finde, Herr Schiffelmann macht sich gerade ein bisschen einfach zu sagen, da müssen wir in Start-ups, in Venture Capital etc. pp. Das dürfen wir gar nicht. Also Stiftungen sind auch in ihrer Anlagepolitik entsprechend reglementiert. Und viele Dinge, die ich auch gerne schon gemacht hätte in der Vergangenheit, sind für uns nicht investierbar. Die Dinge müssen stiftungskonform investierbar sein. Und wie gesagt, der Markt entwickelt sich, aber wir sind noch lange nicht da. Da wäre ich dann allerdings bei Herrn Schiffelmann, wo man vielleicht mal hinkommen könnte. Aber so zu pauschal zu sagen, da können wir ja das und das und das machen, das ist teilweise so rechtlich noch gar nicht möglich. Also dem möchte ich schon mal ganz klar widersprechen. Schon vor 12 Jahren hat die Stiftungsaufsicht in München
oder die Stiftungsverwaltung in München gesagt, investiert mehr in Aktien zum Beispiel. Es gibt auch Stiftungen, die ausschließlich zu 100% in Aktien investieren oder auch in Direktbeteiligung. Der rechtliche Rahmen in Deutschland ist dafür da. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir ein hohes Risiko zusätzlich eingehen sollen. Nur ich kann nur sagen, die bestehenden Unternehmen, in die wir investieren können, reichen nicht aus. Wir werden viel umdenken. Wir werden auch viel auch vom Produktionsprozess etc. verändern können bei den mittelständischen und vor mir ist auch bei den großen Unternehmen. Nur ich setze und wir eine große Hoffnung in Unternehmen, die sich jetzt neu gründen, auch gerade aus der Generation X und Y, die sagen, wir sind 20, sind wir 25, sind 30, wir haben Ideen, wir wollen was tun, wir kennen uns aus und wir erkennen die Notwendigkeit. Und einen Punkt möchte ich nochmal sagen. Zu sagen, als Umweltstiftung, wir achten im Wesentlichen darauf, dass unsere, dass das von der Reputation her passt, reicht mir nicht aus, sondern es müsste zu den Inhalten der Umweltpolitik passen. Carsten Beer. Eine Replik drauf? Herr Schöbelmann, das habe ich ja auch gar nicht gesagt, dass das das zentrale Kriterium ist. Ich habe damals gesagt, dass das war quasi, als wir angefangen sind, ein zentrales Kriterium. Natürlich versuchen wir, ich sage mal, möglichst breit in der Vermögensanlage entsprechende Kriterien zu berücksichtigen. Und wir können uns natürlich auch nochmal über das Thema SDGs unterhalten. Nur auch da finde ich, sollte man nicht versuchen, die SDGs, das sind ja 17 an der Zahl, in komplett abzubilden, sondern ich finde, man sollte immer versuchen, sich zu fokussieren. Weil in dem Moment, wo ich mich fokussiere, kann ich, glaube ich, immer am meisten erreichen. Also wenn ich jetzt versuche, ja, ich sag mal jetzt allem gerecht zu werden, dann fange ich an, mich zu verzetteln. Dass dann mehr getan werden kann, Herr Schiffelmann, ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt muss ich mal das aus Stiftungssicht betrachten. Investieren in Venture Capital kommt für uns überhaupt nicht in Frage, würde bei uns kein Gremium mitmachen. Und wir müssen am Ende des Tages als Stiftung auch natürlich den Renditeaspekt mit bedenken. Es geht nicht darum, Geld zu verbrennen. Ich habe ja mal Interviews gesehen von Menschen, die damals, wie hieß der Laden denn noch, da oben an der Küste in Windkraft investiert haben, dann das Geld bei den Bürgern eingesammelt haben, dann pleite gegangen sind. Und da waren dann einige der Meinung, na ja, den hätte ich nochmal 50.000 Euro gegeben. Ist ja für einen guten Zweck gewesen. Das kann nicht das Ziel von Stiftungen sein. Und da hat, glaube ich, Herr Fiedler vorhin auch darauf hingewiesen, auch, ich sag mal, der Vermögensverwalter hat natürlich in der Tat dafür Sorge zu tragen, dass am Ende auch bei der Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitskriterien auch eine vernünftige Rendite dabei rauskommt. Ich glaube, bei Ihnen beiden sieht man jetzt relativ gut und relativ deutlich, dass sich relativ viel bewegt, dass also so Gedankenanstöße im Sektor vorhanden sind, dass es Optimalszenarien gibt, wo man sich wünscht, dass man vielleicht eines Tages ist. Weil wenn man sowas machen könnte, wie Thomas Schiffelmann angesprochen hatte, würde sich vielleicht das Investmentuniversum auch ein Stück weit nochmal weiten. Das ist ja eine Chance tatsächlich für den Stiftungsbereich. Und lieber Andreas Fiedler, ich würde an der Stelle den Aspekt des Greenwashings nochmal versuchen wollen aufzugreifen, weil auch die Industrie hat sich natürlich auf den Weg gemacht. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, beziehungsweise alles Grün, was blüht. Oder, Andreas Fiedler? Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist so. Also wir haben das ja vorhin auch von den Vorrednern gehört. Da wird vieles grün angemalt mit den Worten, jetzt haben wir es irgendwie gemacht und arbeiten dann so weiter wie bisher. Und wenn Sie dann in die Portfolios reingucken, finden Sie da möglicherweise auch Titel wieder, die zumindest nicht unserem Verständnis von Nachhaltigkeit oder auch in der Sortierung zu den verschiedensten Kriterien entsprechen. Das ist so. Ich glaube, Formate wie hier oder auch andere sind dazu geeignet, sozusagen immer wieder darauf hinzuweisen, dass es nicht reicht. Also insofern bin ich völlig d'accord, auch mit den Ausführungen von Herrn Schiffelmann. Wir brauchen mehr Druck im System. Wir brauchen Transparenz. Also auch, dass die, sagen wir mal, aus unserer Perspektive eher Greenwashing betreiben und das vielleicht möglicherweise selbst gar nicht so sehen, dass da Klarheit erzeugt wird, dass Transparenz geschaffen wird. Es gibt ja verschiedenste Plattformen, wo man eine Chance hat, sich das anzuschauen. Ich denke da beispielsweise auch an das Forum für nachhaltige Geldanlagen. Da kann man auch drüber kritisch diskutieren, ob das schon ausreicht. Was sind so Schrittfolgen oder die Analysen, die ihr macht im Bereich von stiftungsgeeigneten Fonds? Es gibt ja viele, viele Initiativen. Was ganz wesentlich ist in meinen Augen, ist, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, also das ganze Thema Taxonomie, was da auf der europäischen Ebene jetzt kommt, auch für die großen Unternehmen, die Frage, was muss im Sinne von Transparenz
gemacht werden, um in der Anlageberatung, also diese Präferenzen nach Nachhaltigkeit und Relevanz abzufragen, dass diese Regeln schon längst hätten da sein müssen, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Also zumindest die, die schon lange sagen, wir müssen uns auf den Weg machen und wir hätten uns schon längst auf den Weg machen müssen und schneller. Und warum muss ich eigentlich immer alle 12 Monate Rechenschaft ablegen und sagen, ich habe gerade mal 5% Minus in meinem Portfolio, wenn ich einen langfristigeren Blick habe? Das ist auch noch eine weitere Kritik, die ich sehe, die ich ja auch sehe bei den Pensionskassen. Man muss sich das einfach mal angucken. Also wir haben Bias, also wie man so schön sagt, es ist ja bei Stiftungen ähnlich, die mir so bekannt sind, großen Anteil in Papieren im Bereich festverzinsliche Anlagen. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht reden, welche Risiken darin stecken oder welche Nichtchancen wir dort verbunkert haben. Und wir sind nicht in der Lage, aufgrund strenger Regelwerke, auch bei den Versorgungswerken und Pensionskassen, Stichwort Risikotragfähigkeit und Eigenkapitalausstattungserfordernisse, einen größeren Anteil in Aktien, die wir für relevant halten, oder idealerweise sogar in Impact-Investments zu investieren. Also man hat ja ein bisschen was gemacht. Man hat jetzt schon mal bei den Versicherern ja die Möglichkeit eingeräumt, gibt es ein paar Eigenkapitalvorteile, wenn man auch in Infrastruktur investiert und. Also es gibt zaghafte Ansätze, aber es ist mir zu langsam, ja logisch. Aber wir können nicht die Stiftung und die Kunden, die reguliert sind, und wir sind in Deutschland ja immer sehr gerne dabei, Dinge sehr streng und sehr, 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 sehr eifrig zu regulieren und dann auch zu sagen, jetzt ist das nun mal so, die nächsten 100 Jahre und fertig. Also da würde ich mir auch eine höhere Schrittgeschwindigkeit wünschen. Aber ich sage, die letzten 2 Jahre hat sich da schon eine Menge getan. Für die, die schon lange vorne sind in dieser Frage, wir müssen den Planeten retten, also aus der Frage des Klimawandels und Dekarbonisierungsstrategien. Ja klar, wir wünschen uns auch, dass es schneller geht. Ja? Also das heißt, wenn die Politik so schnell gewesen wäre wie bei E-Rollern in der ESG-Veranlagung, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Da waren sie ja doch relativ zügig, diese ekelhaften Dinger da auf die Fußwege zu stellen. Ich hätte noch eine Nachfrage, weil Sie vorhin gesagt haben. Wir merken doch auch eine Diskussion mit der Politik. Wir haben ja auch Schnittstellen darüber. Da finden Sie ja heute durchaus auch noch Partner, die man ernst nehmen muss, die Ihnen aber dann wirklich sagen, ja, ihr mit eurem Nachhaltigkeitszeugs, also diese 80er-Jahre-Gedanken, das hat ja irgendwie Performance-Nachteile und wieso wollen wir da Impact erzeugen? Also ich will jetzt da, muss da auch keine Namen nennen, diese Leute begegnen wir ja alle immer noch, ja, und die sitzen in diesen Regelwerken, also das ist schon wirklich zum Haar ausreißen gelegentlich. Trotzdem nochmal, wir müssen sozusagen in der Kohorte diese Milliarden von Euros mitnehmen. Und diese Milliarden von Euros unterliegen bestimmten Gesetzmäßigkeiten, Vorschriften, Anlageverordnungen, Gremien, die sagen, bist du zu retten, ich schmeiß dich raus, wenn du sowas Verrücktes da machst, das geht nicht. Und dann kann man auch lange darüber reden, dass es Impact erzeugt, den ich sogar mittlerweile relativ vernünftig messen kann. Also zumindest was so Carbon und dieses ganze Thema betrifft, kann man ja ganz gut was machen. Ja. Und da würde ich mir auch total viel mehr wünschen. Aber wir müssen die Leute mitnehmen. Die Leute müssen nicht das Gefühl haben, dass sie das tun, weil ihnen sie jetzt jemand dazu zwingt, sondern sie müssen es sozusagen mitnehmen, weil sie es wollen. Und da freue ich mich über jeden, der bei Fridays for Future was Gescheites sagt. Ich freue mich bei jedem darüber, der sagt, Freunde, wir müssen uns beeilen, weil wir beispielsweise in Brandenburg ein Problem haben oder weil dieses Ostsee-Thema da ist. Da bin ich der Erste, der sagt, jawohl, raus mit dieser Information. Und da müssen wir uns darüber unterhalten, was machen wir damit mit dieser Information? Wie können wir das Kapital der Bingo-Umweltstiftung, der Evangelischen Bankengruppe mit all diesen Dingen, wie kriegen wir die so gelenkt, dass wir auch nachweisen können, wir tun etwas Sinnvolles damit. Und zwar die nächste Dimension, nämlich wir erzeugen auch eine soziale oder eine ökologische Rendite. Ja, das ist ja ein Begriff, der sich ja in der Szene, in der wir ja uns zugehörig fühlen, sukzessive auch ausbreitet. Und was heißt das konkret? Ja. Und kriegen wir noch mehr Milliarden da rein investiert? Völlig d'accord. Ja. Thomas Schüffelmann, Sie haben jetzt schon so angesetzt an 2, 3 Stellen. Ja, also kann ich nur 100% zustimmen. Ich habe ja auch mal als Stiftungsbeauftragter damals noch für die Pax Bank mit der Evangelischen Bank und auch mit den anderen evangelischen und katholischen Banken zusammen gearbeitet, in Arbeitsgruppen schon vor über 15 Jahren, ja, zu diesen Themen. Ja, es ist viel passiert. Aber Herr Fiedler hat ja ein Stichwort genannt und das ist das maßgeblich aus meiner Sicht für die nächsten 10, 20, 50 Jahre, ja, wenn wir noch alle so lange leben. Das ist das Thema Impact Investing. Wie oft haben wir beim Deutschen Stiftungstag das Thema platziert? Ja? Markus Hipp von der BMW Stiftung allen voran, einer der innovativsten Köpfe, die ich kenne in diesem Segment.
Wie viele Leute waren da? 2, 3, 5. Morgens beim Frühstück, EVPA, 10 Leute. Hm. Es ist nicht mehr geworden in 10 Jahren. Ich bin jedes Mal da gewesen, ja, joggen vor dem Kongress um 6.30 Uhr mit dem Sönke, mit der Lotte Sport Stiftung und anschließend 8 Uhr Frühstück, EVPA. Wie viele Leute waren wir? 2 oder 3. Es hat sich 10 Jahre, 12 Jahre, bin ich jetzt dieses Jahr dabei, nicht verändert. Und wenn ich dann irgendwie auch sehe, ich habe ja auch, wie gesagt, betreue sehr, sehr viele sehr vermögende Menschen, ja, die mich auch fragen, Thomas, was können wir denn tun? Ja, die Hilfsprojekte sind natürlich das eine. Aber ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, zunehmend, ja, in unseren Projekten, beispielsweise vorletzte Woche Indien und Bangladesch durch den Wirbelsturm, 3 Millionen Leute in 48 Stunden zu evakuieren. Warum? Weil im Indischen Ozean auf einmal 27 Grad sind Mitte Mai. Das hat es noch nie gegeben. Und ich kann nur sagen, die sozialen Herausforderungen und die Flüchtlingswellen, und wir reden von Hunderten von Millionen, die unverschuldet nach Europa kommen müssen, weil wir sonst nicht mehr leben können. Ja, und dann werden wir das Thema Griechenland und Türkei nochmal ernsthaft diskutieren. Müssen wir lösen, plus die ökologischen Herausforderungen, die wir haben. Und mir reicht es nicht aus zu sagen, wir brauchen eine Rendite, sondern wir müssen jetzt alle gemeinsam und im Wesentlichen das Kapital bündeln, um Unternehmen zu unterstützen, die genau die gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen, die wir haben, jetzt zu lösen. Ja? Und es wird immer extremer. Wir sind in Corona. Das haben wir alle noch nicht erlebt. Wir haben das vor ein paar Jahren schon prognostiziert, dass sich in diese Richtung entwickeln wird. Und das ist ja erst der Anfang. Gucken Sie mal, was jetzt gerade in Peking wieder abläuft. Ja? Und ob das jetzt vom Lachs kommt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir sind in einer globalen, absoluten Notlage. Und da muss das Kapital aus meiner Sicht das maßgebliche Instrument sein, wo investiert wird. Wir leben im Kapitalismus, ob man das gut findet oder nicht, das werden wir auch so schnell nicht ändern. Aber es muss dann wenigstens im Kapitalismus richtig investiert werden. Ich bin 100% bei Herrn Fiedler, dass wir auch einen neuen Renditebegriff oder ein neues Renditeverständnis auch entwickeln müssen, gerade für Stiftungen. Warum für Stiftungen? Weil ich kann nicht auf der einen Seite Hilfsprojekte unterstützen und in meinem Anlageportfolio das Gegenteil tun. Oder Best-in-Class-Ansatz, fand ich auch alles super. 2002 habe ich mich intensiv mit der Sarrazin Sustainability Matrix im Rahmen meines BWL-Studiums in Köln auseinandergesetzt. Einer der ersten, super. Aber es reicht heutzutage nicht zu sagen, ja, wir nehmen nur die Besten von den Schlechtesten oder die ja auch hier nur 3% sind da auch noch in Rüstung investiert und so weiter. Es reicht nicht mehr. Wir müssen jetzt alle gemeinsam uns formieren und ich erwarte da mehr von der Politik. Und die letzte Information dazu, ja, ich kann auch jetzt sagen, das sage ich hier auch in aller Öffentlichkeit, ich wollte nie in die Politik. Ich bin jetzt vor 5 Wochen in die ÖDP eingetreten, eine Kleinstpartei, die genau diesen Schwerpunkt setzt, egal ob es jetzt gemeinwohlorientiert ist oder nicht oder in die Richtung sich entwickelt, weil wir politische Maßnahmen brauchen. Und gerade die Aktion, die jetzt während Corona gelaufen ist, ja, ob man jetzt Lufthansa rettet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es nicht an Klimaziele zu binden, wie das Belgien und vor allen Dingen Frankreich gemacht hat, ist für mich vollkommen unverständlich. Also wir brauchen von der Politik eine vollkommen andere Maßgabe und vor allen Dingen von den Bürgern. Und es gibt ganz viele, die bereitwillig sind, zu investieren und mitzumachen. Dann lassen Sie uns das gemeinsam tun. Thomas Schiffelmann, danke dafür. Das ist natürlich jetzt schon ein sehr starkes Statement gewesen. Ich würde den Ball ganz gerne noch mal ein Stückchen weiterspielen an Carsten Bär und es noch mal zur Ausgangsfrage zurückbringen. Weil wenn ich natürlich in so eine Anlagepolitik dann reinfinde, dieses Stichwort Greenwashing haben wir ganz am Anfang auch mal genannt, damit ich dort nicht stolpere als Stiftung, um das jetzt einfach noch mal in die Praxis ein Stück weit zurückzuführen, was muss ich denn machen, damit ich nicht auf Greenwashing, auf vermeintlich ESG-konforme Produkte hineinfalle? Als Stiftung, als Stiftungsverantwortlicher? Ja, das ist schwierig. Also der Punkt ist ja, ich brauche, wie in anderen Bereichen auch, brauche ich Transparenz. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Informationen zu bekommen und die dann auch eben bewerten zu können. Also wir haben zum Beispiel jetzt für unseren Naturschutzfonds Deutschland quasi eine Benchmark gesetzt und können quasi unser Portfolio immer an einer entsprechenden Benchmark auch messen. Und natürlich dadurch versuchen, ich sag mal, besser zu werden. Also immer das Portfolio weiter unter Nachhaltigkeitskriterien zu optimieren. So, aber dazu muss ich natürlich entsprechende Messmethoden haben. So. Und deswegen sagte ich vorhin schon, das Problem ist, dass das in der Tat alles noch im Werden ist, noch nicht ausreichend ausgereicht ist, sodass ich natürlich teilweise, je nachdem,
wen ich quasi im Hintergrund habe, der mir die Informationen liefert, auch zu unterschiedlichen Ergebnissen komme. Aber ich glaube, insgesamt sind wir da auf einem guten Weg. Und ich kann, wie gesagt, Greenwashing nur dann verhindern, wenn ich auch in der Lage bin, die Unternehmen oder die Investitionsmöglichkeiten, die ich nutze, auch entsprechend bewerten zu können. Und da gibt es natürlich jetzt schon eine ganze Reihe von Instrumenten, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch nicht in jedem Fall ganz sicher, ob die Informationen, die mir geliefert werden, ob ich denen hundertprozentig trauen kann. Das kann ich sicherlich, das ist wahr, wenn es Impact Investing ist und ich genau weiß, in welche Richtung es geht, was dort passieren soll mit meinem Geld. Das habe ich ja teilweise auch bei grünen Anleihen, wo ganz klar ist, wo dieses Geld dann, in welche Projekte es investiert wird, ist sowas natürlich dann in der Tat auch einfacher machbar. Und da ist ja teilweise auch so, dass zum Beispiel jetzt auch auf, wenn ich das richtig weiß, auch auf Bundesebene, auch über die KfW jetzt geguckt wird, dass ich Projekte finde, wo dann auch entsprechend grüne Anleihen, Green Bonds entsprechend dann begeben werden, sodass ich quasi dann auch so gesehen ein Impact Investing oder ein Mission Investing dann investieren könnte. Okay. Aber da ist, wie gesagt, wir sind auf dem Weg, aber da ist natürlich auch noch eine Menge Luft nach oben. Lieber Andreas Fiedler, ich würde den Ball gerne auch nochmal an Sie weiterspielen, weil wir jetzt, wir sind jetzt über so ein paar Buchstabenkombinationen an verschiedenen Stellen gestolpert. ESG, ESG Score, SDG. Ich will mal versuchen, so ein bisschen in die Erklärrolle uns noch zu führen. ESG, was heißt das eigentlich? Also für was stehen diese drei Buchstaben? Und ich hatte es ganz am Anfang mal gefragt, soll man vielleicht ein Stückchen stärker auf das G setzen? Weil ein schlecht geführtes Unternehmen ist wahrscheinlich kein gutes Investment. Ein schlecht geführtes Land, wenn ich die Anleihen kaufe, auch nicht. Ist das, sagen wir mal, etwas, was Sie teilen, dass man auf den G-Aspekt von ESG ein Stückchen stärker abstellt? Und wie setzen Sie denn sowas ein, wie einen ESG-Score zum Beispiel? Ja, ESG ist ja so schön, dass wir ja immer wieder alles so ein bisschen in diese englische Welt irgendwie haben, wenn man es denn braucht. Aber es gibt auch eine schöne deutsche Sprache, das ist nichts anderes als, das steht für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, also Governance. Natürlich ist es für mich naheliegend, dass die Dinge, die wir gerade diskutieren in der Gesellschaft, Klimawandel und diese ganzen katastrophalen Dinge, die wir ja selber auch im Umfeld auch wahrnehmen, lesen oder wie auch immer, unterschiedlich intensiv, dass wir einen starken Schwerpunkt legen, gerade auf das Thema E, also Environmental, Umwelt, das ist für mich klar. Im Übrigen da nochmal ganz kurzer Exkurs, dass diese Dinge auch ganz gut messbar sind, ist auch klar, finde ich gar nicht schlecht. Also man hat eine Chance, in den Portfolios dieses Thema Carbon Footprint gegen was auch immer zu rechnen und zu gucken. Da gibt es auch mittlerweile ganz gute Institute, die wirklich vernünftige Zahlen da liefern können. Da gibt es also auch mittlerweile einen ganz guten Markt. Also man hängt da nicht nur an einem, wo man was zahlen muss und der zeigt dann irgendwas, was man dann nachvollziehen kann. Da gibt es einen ganz guten Wettbewerb. Das hat sich entwickelt. Da kann auch noch ein bisschen mehr passieren. Natürlich ist aber das Thema gute Unternehmensführung mit all den Dingen, die dazugehören, nicht zu unterschätzen. Man spricht selten drüber. Also für uns hat das schon eine große Relevanz. Also wir haben bestimmte Unternehmen, die ich jetzt nicht nennen will, die aber nicht ganz klein sind, im DAX auch vor Jahren einfach nicht mehr positioniert, weil wir uns zum damaligen Zeitpunkt auf Basis unserer Analyse das Thema gute Unternehmensführung, dass wir da einen ziemlich kritischen Blick drauf hatten. Und das hat am Ende des Tages im Übrigen dazu geführt, dass wir dann den Abschwung bei diesem Unternehmen überhaupt nicht mitgemacht haben, weil wir das möglicherweise antizipiert haben, dass es da Themen gibt, was Unternehmensführung, Unternehmenskultur und Gendergerechtigkeit betrifft, wir da kritisch drauf geguckt haben. Das kann man sagen, es war ein Glücksfall. Nee, wir haben ein paar mehr davon erlebt. Also insofern, ich glaube schon, dass das Thema auch eine große Rolle spielt. Es spielt ja letztlich auch eine Rolle über die Frage, was Herr Schiffelmann vorhin ausgeführt hat. Also gute Unternehmensführung geht für mich ja auch in die Richtung, was wir diskutiert haben. Also wo will die Gesellschaft eigentlich hin und was ist uns wichtig in der Perspektive? Und da kommen wir aber wieder genau zu dem Punkt, was man sich wünscht. Also ich würde mir wünschen, dass auch die Großunternehmen in der obersten Führung sich ganz stark auf diese Fragestellung des Wohl und Wehs dieses Planeten irgendwie sozusagen widmet. Nur das ist natürlich eine Aussage, die klingt irgendwie so nett,
weiß ich, funktioniert ja gar nicht. Also wenn ich ein Unternehmensführer bin von so einem riesigen Konzern, der auch andere operative Aufgaben wahrzunehmen hat oder wo sagen wir mal, Produktion stattfindet, muss das integraler Bestandteil sein, muss deutlich sichtbarer werden und die Veränderung hin zu einer optimierten Energieverbrauch beispielsweise und diese Dinge, die müssen stärker in den Fokus rücken. Und das kann man mittlerweile ja auch sehen. Es gibt ja entsprechende Berichterstattungspflichten. Es gibt Dialoge, es gibt das Thema Engagement, das ist auch alles noch unterentwickelt. Also wir haben uns im Bereich der kirchlichen Organisation, Arbeitskreis, kirchliche Investoren und auch im internationalen Kontext gibt es ja Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also eine Engagement-Strategie sind wir gerade dabei, waren wir nicht so glücklich bisher mit, was wir so gemacht haben. Also wir machen da schon eine Menge, aber irgendwie so im Verborgenen, hätte ich fast gesagt. Also da passiert bei uns jetzt auch eine ganze Menge, dass wir hörbarer werden in der Auseinandersetzung, in der kritischen Würdigung von Investmententscheidungen oder nicht die Investmententscheidungen, beispielsweise im Bereich Kohle. Da waren wir auch schon mal hörbar, ist noch gar nicht so lange her. Also man muss da, glaube ich, ja, das ist so mein Reflex im Augenblick dazu. Okay. Das heißt, es bewegt sich eine ganze Menge. Es ist eine Menge in Bewegung gekommen, aber es muss noch deutlich mehr in Bewegung kommen. Wir müssen die Dinge noch viel mehr miteinander verweben. Wenn ich mir was wünschen darf, dann, dass wir das Thema ESG, nachhaltige Anlagepolitik, genau in dieser Tiefe, in dieser Schärfe und auch in dieser Kontroversion miteinander diskutieren, weil ich glaube, dadurch heben wir am Ende des Tages das an Informationen, was es zu diesem Thema braucht, insbesondere auch im Stiftungsbereich. Ich danke Carsten Bär von der Bingo Umweltstiftung, ich danke Thomas Schiffelmann von Handicap International und ich danke Andreas Fiedler von der Evangelischen Bank für diese hitzige Diskussion, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es war auf jeden Fall eine Diskussion, die jetzt für Abkühlung sorgen muss in den Köpfen, beziehungsweise wo sich Stiftungen ein Stückchen abkühlen müssen beim Mittagessen. Ich danke Ihnen in die Runde und ich danke Ihnen, liebe Stiftung, fürs Zuschauen. Sie haben sich Ihr Mittagessen redlich verdient. Guten Appetit.